kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die Bundestagsvizepräsidentin hat ihn aufgerufen. Es geht um die Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes, eine bessere Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt. Das fordern Sozialverbände, das fordern Behindertenräte schon lange. Und obwohl es zahlreiche finanzielle Fördermöglichkeiten und fachliche Unterstützung gibt, stellen viele Unternehmen keine Menschen mit Behinderung ein. Es gibt einen Gesetzentwurf von der Bundesregierung. Kern des Gesetzes ist unter anderem, dass Firmen höhere Abgaben zahlen sollen, wenn sie keine Menschen mit Behinderung beschäftigen, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Für die Bundesregierung spricht jetzt die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Arbeits- und Sozialministerium, Kerstin Kriese. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir leben im Jahr 2023, im 21. Jahrhundert. Und wir leben in einem Land, in dem es gesetzlich garantiert ist, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. So steht es in Artikel 3 des Grundgesetzes. Und trotzdem müssen wir feststellen, Menschen mit Behinderung haben teilweise immer noch keine Chance auf dem Arbeitsmarkt, auch bei guter Qualifikation. Das ist ungerecht und das ist angesichts des Fachkräftemangels auch unsinnig. Und mit dem hier vorliegenden Gesetz setzen wir deshalb ein deutliches Zeichen für mehr Respekt und Solidarität, für ein gleichberechtigtes Miteinander und Teilhabe und für einen starken Arbeitsmarkt und sozialen Fortschritt in unserem Land. Meine Damen und Herren, eine Sache ist mir dabei ganz besonders wichtig. Mit der Einführung der vierten Stufe in der Ausgleichsabgabe nehmen wir Arbeitgeber stärker in die Verantwortung. Und zwar eine ganz besondere Art von Arbeitgebern, nämlich diejenigen, die sich ihrer Verantwortung bisher gänzlich entziehen und die bislang keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigen, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Hier muss sich endlich etwas ändern. Und es gibt bereits umfangreiche Unterstützungs- und Förderangebote für Arbeitgeber. Seit Beginn des Jahres 2022 werden bundesweit überall einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber eingerichtet. Sie beraten Arbeitgeber, wie sie Menschen mit einer Schwerbehinderung beschäftigen können. Sie haben eine Lotsenfunktion, damit sich die Arbeitgeber zurechtfinden, welche Unterstützung sie bekommen können. Sie unterstützen Arbeitgeber auch bei der Beantragung von Leistungen, und das hilft besonders kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und deshalb sage ich ganz klar, für sogenannte Nullbeschäftiger haben wir kein Verständnis. Die Unternehmen müssen endlich umdenken, und genau das wollen wir mit der vierten Stufe erreichen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, wer Verantwortung übernimmt und Menschen mit Behinderung beschäftigt, der wird bestmöglich unterstützt. Wir konzentrieren die Mittel der Ausgleichsabgabe auf die Förderung von Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Das ist bisher nicht überall so. Wir heben die Deckelung beim Budget für Arbeit auf, und zwar direkt nach der Verkündung dieses Gesetzes. Und wir beschleunigen die Bewilligungsverfahren in den Integrationsämtern durch eine Genehmigungsfiktion. Meine Damen und Herren, Bundesminister Hubertus Heil sagte in der ersten Lesung dieses Gesetzes, niemand hält das Parlament davon ab, ein gutes Gesetz zu einem sehr guten Gesetz zu machen. Und damit hat er recht. Und ich bin sehr froh, dass uns das gemeinsam gelungen ist. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen, die sich so engagiert dafür eingebracht haben. Denn ein paar Dinge sind noch mal verstärkt worden. Unter anderem verankern wir das Jobcoaching jetzt ausdrücklich im neunten Buch Sozialgesetzbuch. Und wir machen es für Arbeitgeber attraktiver, Menschen mit Behinderung aus einer Werkstatt einzustellen. Denn viele Werkstattbeschäftigte wünschen sich zwar eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in der Realität passiert das aber immer noch viel zu selten. Das liegt häufig daran, dass Arbeitgeber die Werkstattbeschäftigten gar nicht im Blick haben. Und das, obwohl sie mit entsprechender Unterstützung, nochmal das Stichwort Jobcoaching, ein echter Mehrwert fürs Unternehmen wären. Und daher regeln wir jetzt in einem ersten Schritt, dass, wenn Beschäftigte von der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln, sie dort ohne weitere Prüfung auf mindestens zwei Pflichtarbeitsplätze angerechnet werden. Damit wird es für die Arbeitgeber attraktiver, Menschen aus der Werkstatt einzustellen. Und wir bauen zugleich Bürokratie ab, denn eine Einzelfallprüfung bei der Bundesagentur für Arbeit ist dann nicht mehr erforderlich. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist dieses Gesetz ein großer Schritt hin zu einem inklusiven Arbeitsmarkt. Aber es kann nicht das Ende unserer Anstrengungen sein. Und insbesondere im Blick auf die Werkstätten ist noch viel zu tun. Dabei reicht es nicht, das Entgeltsystem in den Blick zu nehmen. Wir müssen auch über die Zugangssteuerung und über Übergänge in den allgemeinen Arbeitsmarkt sprechen. Wir wollen, danke,
Wir wollen, dass künftig mehr junge Menschen in reguläre Beschäftigung gehen, anstatt in den Werkstätten zu verbleiben. Das wäre der nächste Schritt, und darüber werden wir beraten, auch wie man aus der Werkstatt besser auf den allgemeinen Arbeitsmarkt kommt. Wir haben noch viel mehr vor. Wir haben noch viel vor für mehr Inklusion. Und heute bitte ich um Unterstützung für diesen Gesetzentwurf. Vielen Dank. Sagt die parlamentarische Staatssekretärin Kerstin Grisi. Ja, Ziel der Erhöhung der Abgabe ist es eben, mehr Unternehmen dazu zu bringen, die Beschäftigtenzahl zu erhöhen. Und wenn man auf die Arbeitslosenquote schaut, März beispielsweise, die Zahlen 166.000 arbeitslos gemeldete Menschen mit Behinderung gab es. Damit ist die Quote im Verhältnis doppelt so hoch wie zu Menschen ohne Behinderung im gleichen Zeitraum. Hier bedingt wieder mal ein parlamentarischer Abend der Lebenshilfe statt. Und das Schöne an diesem parlamentarischen Abend der Lebenshilfe war, dass er von einer Podiumsdiskussion begleitet war, die von drei Menschen mit Behinderungen besetzt waren und unterstützt worden. Einer arbeitete eben in einer Werkstatt, der andere auf einem Außenarbeitsplatz einer Werkstatt. Aber der Dritte, der arbeitete eben in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, gerade als Koordinator bei den Special Olympics hier in Deutschland. Und die Gesprächsrunde gab als Ergebnis eigentlich relativ schnell zu erkennen, was eigentlich die Bedeutung für einen inklusiven Arbeitsmarkt ist. Nämlich die Vielfalt der Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt, eingenommen hier auch die Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, und die Vielfalt der individuellen Fähigkeiten der Menschen mit Behinderungen entsprechend zusammenzubringen. Und um dies hinzubekommen, bedarf es gezielter Förderungen und Bewusstseinsbildungen, damit eben der inklusive Arbeitsmarkt so im Blick bleibt. Und der Gesetzentwurf, der heute hier vorgelegt wird und zur Abstimmung angegeben wird, enthält hier in der Tat einige gute Ansätze. Zu nennen sind, wie die Staatssekretärin eben schon gesagt hat, die Genehmigungsfiktion für Anspruchsleistungen des Integrationsamtes, aber auch die Aufhebung des Deckels beim Budget für Arbeit, aber auch die Neuausrichtung des Sachverständigenbeirats für Versorgungsmedizin ist hier an der Stelle einmal ausdrücklich zu erwähnen. Aber hier jetzt bei diesem Gesetz von einem großen Wurf zu sprechen, an der Stelle wäre ich jetzt etwas vorsichtig, weil das nämlich auch die Sachverständigen am 27. März nicht bescheinigt haben und auch entsprechend deutlich gemacht haben. Hier sind insbesondere zu nennen die Streichung der Bußgeldvorschrift. Als Staat jetzt die einzige Möglichkeit aus der Hand zu geben, die nicht ausreichende Beschäftigung so zu sanktionieren, das stimmt doch schon bedenklich. Die Sachverständigen Duvel und Welt, die haben das natürlich entsprechend auch deutlich gemacht. Und das als Entbürokratisierungsmaßnahme zu verkaufen, muss ich sagen, das ist doch schon sehr gewagt. Als Kompensation, man kann das nur als Kompensation dafür verstehen, dass die vierte Stufe der Ausgleichsabgabe eingeführt worden ist gegenüber der FDP. Und warum wir das für falsch halten, habe ich ja bereits in der ersten Lesung entsprechend für die vierte Stufe der Ausgleichsabgabe. Da habe ich die entsprechenden Gründe schon in der ersten Lesung genannt. Und ich will hier insbesondere noch erwähnen, wer auch noch dagegen ist, und zwar das Unternehmensforum. Vor allen Dingen ist das so bemerkenswert, wenn man weiß, dass das Unternehmensforum große Unternehmen vertritt, die gerade die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen sich doch zur Aufgabe gemacht hat. Und wenn man dann sieht, dass eben gerade die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zugrunde gelegt, doch etwa 300.000 freie gemeldete Stellen für Menschen mit Behinderungen gemeldet sind, dafür aber nur 170.000 Menschen mit Behinderungen arbeitslos gemeldet sind, dann merkt man, dass es in der letzten Legislaturperiode genau richtig war, die Ansprechstellen für Arbeitgeber einzuführen, die nämlich die Unternehmen begleiten, unterstützen und informieren sollen, wenn sie Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Und dass es auch richtig ist, diese Arbeit erstmal abzuwarten und sich mal genauer anzuschauen, wie die Ansprechstellen eigentlich arbeiten. Deswegen haben wir auch gefordert, dass hier eine Evaluation erfolgen soll. Das haben die Sachverständigen nicht nur gefordert, sondern auch die Behindertenbeauftragten von Bund und Land fordern dies ebenfalls. Und es wäre sicherlich ratsam, an der Stelle Ihren Rat zu folgen.
Wenn dann aber noch gesagt wird, naja, die vierte Stufe der Haushaltsabgabe wird eingeführt, damit wir eben auch entsprechend mehr Geld zur Verfügung haben, um Menschen mit Behinderungen auf den ersten Arbeitsmarkt unterzubringen. Also da müssen Sie mir schon mal erklären, warum dann gerade die Administrationskosten als neue Ausgabenposition gerade vom Ausgleichsfonds auch entsprechend übertragen werden sollen, getragen werden sollen und nicht mehr vom nationalen Aktionsplan. Also da macht sich das BMAS an der Stelle auch einen finanziell schlanken Fuß. Das kann man nun wirklich nicht als gute Regelung bezeichnen. Wir bringen einen Entschließungsantrag ein, mit dem wir gerne Anregungen unterbreiten, ergänzend zu unserem Antrag, den wir im letzten Jahr bereits eingebracht haben, mit dem das Gesetz auch gerne besser gemacht hätte werden können. Aber diese Aufgaben oder diese Anregungen sind nicht aufgenommen worden, leider Gottes. Hier ist insbesondere das Jobcoaching zu nennen, dass das eben als eigene Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben doch geregelt wird. Darüber hinaus die Inklusionsunternehmen. Da gibt es viele offene Fragestellungen, gerade bei der Beseitigung der Rechtsunsicherheit der Umsatzsteuerprivilegierung und die Bundesverwaltungsvorschrift zur bevorzugten Vergabe von öffentlichen Aufträgen an Inklusionsunternehmen. Das sind immer noch zwei offene Baustellen. Beim Budget für Arbeit hätten wir uns etwas mehr Entbürokratisierung gewünscht und insbesondere, dass auch unabhängig vom Durchlaufen des Berufsbildungsbereichs und des Eingangsverfahrens für Werkstätten für Menschen mit Behinderungen hier entsprechend auch das Budget greifen würde. Das ist leider nicht der Fall. Darüber hinaus hätten wir uns im Rahmen der öffentlichen Anhörung, so ist es zumindest laut geworden, gewünscht auch, dass das Mindestmaß an wirtschaftlicher verwertbarer Arbeitsleistung gestrichen wird, so wie es in NRW schon lange Zeit praktiziert wird. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Schließen möchte ich mit einem Zitat, was ein Werkstattbeschäftigter als Botschaft beim Parlamentarischen Abend noch gebracht hat. Arbeit ist auch ein bisschen wie Familie. Wichtig ist, dass wir eine Arbeit haben, die auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir sollten uns von diesem Gedanken leiten lassen. Herzlichen Dank. Ich bitte, Zitate und andere Anmerkungen in die Redezeit mit einzupreisen, weil ansonsten müssen Sie sich wahrscheinlich in Ihrer Fraktion mit Ihren nachfolgenden Kolleginnen und Kollegen verständigen. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Corinna Rüffer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und sie sitzt für die Grünen im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Hochgeschätzte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich beginne mit einem Zitat vom geschätzten Kollegen Jens Beek vom Mittwoch aus der Ausschusssitzung. Er hat nämlich gesagt: Ich bin mir sicher, dass wir nach einem Jahr zusammenkommen und feststellen werden, dass wir mit dem Gesetz für einen inklusiven Arbeitsmarkt etwas erreicht haben. Und ich hoffe, dass er dann Applaus verdient. Davon gehe ich auch aus, natürlich, sonst würde ich hier nicht lächelnd stehen und diese Rede halten. Wir haben uns einiges vorgenommen und es ist wichtig, dass wir beginnen, die Versprechen aus dem Koalitionsvertrag endlich, darf ich sagen, umzusetzen. Viele Menschen warten darauf, denn wir haben ein Problem in Deutschland. Ja? Viele Menschen, zunehmend viele Menschen, fühlen sich von diesem Staat alleine gelassen. Behinderte Menschen und auch ihre Angehörigen gehören dazu. Sie sind es leid, für jeden Anspruch mit einer Machete durch den Bürokratiedschungel zu müssen. Sie haben ein Recht auf eine volle und gleichberechtigte Teilhabe. Und um das mal klarzustellen, es geht nicht um Fürsorge, es geht um Rechte. Und es geht auch darum, dass wir auf niemanden in dieser Gesellschaft verzichten können. Aber genau das passiert, ja, genau das passiert, wenn ein Viertel der Unternehmen darauf verzichten, behinderte Menschen zu beschäftigen. Diese Unternehmen beschäftigen exakt null Personen mit Schwerbehinderung, obwohl sie rechtlich dazu verpflichtet sind. Und das wollen wir unterbinden mit der Einführung einer vierten Staffel der Ausgleichsabgabe. Damit wollen wir dazu beitragen, dass diese Unternehmen motiviert werden, schwerbehinderte Kolleginnen und Kollegen
Kollegen einzustellen. Kollegin Rüffer, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der CDU-CSU-Fraktion? Na, aber selbstverständlich von Herrn Hüppe. Ich dachte es mir. Ja, sicher. Hubert Hüppe fragt für die Unionsfraktion. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Rüffer, dass Sie die Frage zulassen. Und ich weiß ja auch, wenn es nach Ihnen ginge, wäre es vielleicht wirklich ein inklusiver Antrag. Ich wollte Sie einfach mal fragen, Sie haben ja den Herrn Professor Duvel, glaube ich, auch selber als Grüne, als Sachverständigen eingeladen. Der hat heute ein Pressestatement herausgegeben, indem er sagt, das Gesetz fördert nicht die Inklusion, sondern die Inklusionsverweigerer. Inklusionsverweigerer ist, wer beschäftigungspflichtig ist, aber obwohl er objektiv Schwerbehinderte beschäftigen kann, es doch nicht tut, weil er es nicht will. Durch den Wegfall des Bußgeldes werden die schwarzen Schafe belohnt. Das ist ein Skandal. Teilen Sie diese Auffassung oder sagen Sie, Ihr Sachverständiger hat da völlig Unrecht? Ich will es auch noch mal konkret sagen, mit der Stufe 4 ist es ja nicht so, wie gerade die Staatssekretärin sagte, dass jetzt alle Betriebe, die niemanden beschäftigen, obwohl sie beschäftigungspflichtig sind, einen Menschen mit Behinderung beschäftigen müssen, sondern mal gerade, wenn überhaupt 10%, nämlich nur die, die über 60 Arbeitnehmer haben. Das heißt, vielleicht werden 4.000, wenn es hochkommt, Betriebe belastet, während sie alle Betriebe, die ihrer Aufgabe nicht nachkommen, entlasten und alle, die sozusagen freisprechen von ihrer Pflicht, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Ich rede von dem Bußgeld, das haben Sie verstanden, Kollege, oder? So, jetzt hat die Rednerin wieder das Wort. Ich höre gern zu und bringe mich dann ein. Gut, dann würde ich, weil es gerade gesagt worden ist, noch hinzufügen, es gibt tatsächlich sehr wenig Fälle, weil es die Arbeitsagentur laut dem Gesetz Absatz 3 tatsächlich vorsieht. Aber alle Sachverständigen haben gesagt, es wäre viel besser, wenn es der Zoll machen würde, gut, weil natürlich die Arbeitsagentur im Interessenskonflikt ist, weil sie ja auch bei diesen Unternehmen andere Arbeitnehmer unterbringen will. Hätten Sie das auch für richtig gehalten? Gut. Es ist jetzt allen klar, dass Sie diese spannende Anhörung gegebenenfalls auch in der Aufzeichnung sich noch mal ansehen können und mit den Argumenten beschäftigen. Jetzt hat aber wieder die Kollegin Rüffer das Wort. Die Uhr ist angehalten, bis sie geantwortet hat. Ja, ich lasse mir jetzt auch Zeit, weil der Kollege Hüppe hat mich jetzt meine ganze Rede durcheinander gebracht. Und das jetzt werde ich erstmal irgendwie hier antworten. So. Du glaubst ja nicht, dass ich dass meine Fraktion Sachverständigen einlädt, wenn sie nicht ungefähr weiß, worauf sie sich damit einlässt. So. So, deshalb kann es ja nicht überraschen, dass der ehemalige Vorsitzende des Bundesarbeitsgerichtes zu dieser Frage der Bußgeldvorschrift eine Meinung hat. Und diese Meinung, die teilen wir auch. Ich möchte damit nicht hinterm Berg halten. Es wäre richtig, diese Bußgeldvorschrift im Gesetz zu bewahren. Ja, es wäre richtig, diese Bußgeldvorschrift im Gesetz zu bewahren. Es ist richtig, dass bisher diese Bußgeldvorschrift ein stumpfes Schwert gewesen ist, dass sie ja kaum zur Anwendung gekommen ist. Ja? Selbst wenn Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber behinderte Menschen nicht eingestellt haben und diese Bußgeldvorschrift zum Zuge gekommen ist, dann ist es so, dass die Bundesagentur für Arbeit nur in den seltensten Fällen, ja, also in den allerseltensten Fällen, dem hinterhergestiefelt ist, weil sie kein besonderes Interesse daran gehabt haben, eben das zu tun. Eine Bundesagentur für Arbeit, und das kann man auch in gewisser Weise nachvollziehen, braucht ja, um ihre Arbeit gut zu machen, ein gutes Verhältnis zu den Arbeitgeberinnen und will sich da nicht in rechtliche Konflikte hineinmengen. Deswegen hatte ja die SPD einen Auftrag vergeben an den wissenschaftlichen Dienst dieses Bundestages, der gesagt hat, wenn man aus diesem Stumpfen ein scharfes Schwert machen möchte, dann täte man gut daran, diese Aufgabe
der Bundesagentur für Arbeit zu entziehen und sie zu übermitteln an den Zoll. Und das sehen wir auch so. Wo es aber bigott wird jetzt, ja, also die Union, ja, von der wir hören, von deren Ländern wir hören, ja, dass sie drauf und dran sind, dieses Gesetz in den Vermittlungsausschuss zu tragen. Und zwar nicht, und dann wäre es konsistent, was hier gesagt wird, um die Bußgeldvorschrift zurückzuverhandeln in dieses Gesetz. Das würde mich ja freuen, ja? Ja? Um dieses Gesetz wirklich inklusiv zu schärfen, sondern im Gegenteil, um hinzugehen und die vierte Staffel der Ausgleichsabgabe zu streichen, die von euch dann auch noch, ja, die Ausgleichsabgabe wird von euch als Sanktion diffamiert. Das zeigt ja dann auch noch, dass sie überhaupt nicht verstanden hat, wozu die Ausgleichsabgabe dient. Sie fließt ja wieder zurück an diejenigen Unternehmerinnen und Unternehmen, ja, die sich rechtskonform verhalten, die gemäß ihrer Beschäftigungspflicht behinderte, schwerbehinderte Menschen beschäftigen und deren Arbeitsplätze ausgestattet werden. Ja, und deswegen ist diese Frage absolut bigott, wenn im Zusammenhang die Bußgeldvorschrift geschärft werden würde und die vierte Staffel und meines Erachtens nach auch die anderen Staffeln der Ausgleichsabgabe geschärft werden würden, dann hätten wir einen anderen Sprech. Aber ich bin froh, dass diese Frage hier geklärt ist und ich hoffe, dass die Leute, die gerade geklatscht haben, als Hubert Hüppe, ja, der verehrte Hubert Hüppe, diese Frage stellt. Ich erwarte jetzt von allen, die ich hier sehe, und ich merke mir das, ja, dass sie hingehen zu ihren Ländern und dafür sorgen, dass sie entweder einen Vermittlungsausschuss auf die Beine stellen, der dieses Gesetz noch inklusiver macht, oder halten sie in Zukunft einfach den Mund an der Stelle. Und das will ich noch mal dazu sagen, zu der Ausgleichsabgabe und ihrer Funktion. Vor 7 oder 8 Jahren, ja, hat Ihr Finanzminister Schäuble gefordert, dass die Ausgleichsabgabe mindestens verdoppelt werden müsste. Also war noch gar nicht die Rede von der vierten Staffel, sondern verdoppelt werden müsste, um tatsächlich eine Wirkung zu erzielen und die Arbeitnehmerinnen dazu zu motivieren, schwerbehinderte Menschen einzustellen. Auch in Ihren Reihen sitzen wirklich kluge Köpfe, die das besser beurteilen können, als ich das hier heute darstellt. Und ich sage Ihnen wirklich an dieser Stelle im Guten, dass Sie sich damit keinen Gefallen tun, wenn Sie allen Ernstes in den Bundesrat gehen und die Beschäftigung behinderter Menschen von der Konsequenz her verhindern. Sie tun sich damit keinen Gefallen, auch auf der Arbeitgeberseite. Denn ich kann das nicht nachvollziehen. Sie haben es vielleicht immer noch nicht verstanden, welche Stunde geschlagen hat. Ja? Es ist doch kein Scherz, wenn wir hingehen und sagen, dass wir in diesem Land auf niemanden verzichten können. Das ist doch ernst gemeint und auch objektive Sachlage. Wir stehen am Beginn einer demografischen Entwicklung. Und diese Herausforderungen, ja, werden wir allein mit Blick auf die Pflege, aber auch mit Blick auf das Handwerk nur mit Mühe bewältigen, sowieso. Ja? Aber wenn wir weiter damit machen, dass wir Leute aus dem Arbeitsmarkt rausdrängen, dass wir Leute gar nicht reinkommen lassen, dann werden wir im Regen stehen, und zwar als Bevölkerung alle zusammen. Und ich glaube, das kann sich kein Mensch wünschen. Sie waren ja bei der Anhörung zu diesem Gesetz, jedenfalls manche. Und Sie wissen, dass die vierte Staffel dort von niemandem ernsthaft in Frage gestellt wurde, sondern dringend eingefordert wurde. Und auch darüber hinaus war diese Anhörung wirklich spannend. Und sie war deshalb spannend, weil wir in dieser Anhörung Sachverständige hatten, die weit über dieses Gesetz hinausblicken, ja, die wirklich mal eine große Perspektive in den Raum geworfen haben, die gesagt haben, dass Unternehmerinnen und Unternehmern in den Startlöchern stehen und inklusiv beschäftigen möchten. Wir haben überhaupt kein Problem in den Köpfen der Unternehmerinnen in diesem Land. Wir haben ein Problem in den Köpfen der Politik vielfältig. Ja, das ist das Problem. Und wenn Sie sich mal in Kontakt setzen mit dem großen Herr Gröhe, ja, mit dem großen Unternehmerinnen-Netzwerk in Nordrhein-Westfalen, wo wirklich Großunternehmen dabei sind, die schimpfen darüber, dass wir den Weg nicht frei machen. Deren Problem ist wahrlich nicht die vierte Staffel bei der Ausgleichsabgabe. Auch die Kammern, auch die Wirtschaft ist am Start. So, und wir haben
konstruktiven Druck bekommen. Auch mit der Frage, ja, Herr Duvel hat sich nicht nur zum Bußgeld gemeldet, sondern er hat auch gesagt, ihr müsst auch Präventionsmaßnahmen schärfen. Wir brauchen das betriebliche Eingliederungsmanagement. Wir brauchen die stufenweise Wiedereingliederung. So, und wir haben uns das hinter die Ohren geschrieben. Und wir sind nicht am Ende der Geschichte. Wir sind am Anfang. Und es werden weitere Gesetze folgen. Wir werden uns das, oder wir haben uns das natürlich auch schon zu Herzen genommen, Herr Heil, Kerstin Griese, das wissen wir doch, ja? Und last but not least, das ist mir ganz, ganz wichtig an der Stelle, ist mir wirklich wichtig, wir vergeuden reihenweise junge Potenziale, ja, so, dass es wirklich kracht. Jährlich gehen ungefähr 45.000, ja, circa 45.000 Kids von den Schulen ohne Schulabschluss, ja, und von diesen ca. 45.000 oder 47.000 haben vorher, und jetzt bitte zuhören, 50% Förderschulen besucht. Das können wir doch nicht akzeptieren, dass wir diese Kinder, die gezwungen sind, dazu Förderschulen zu besuchen, von der Teilhabe an Arbeit weiterhin auszuschließen. Und auch dazu haben wir so gute Beiträge gehört von Eva-Maria Thoms aus Nordrhein-Westfalen, von Mittendrin e.V., die Projekte fährt, die zeigt, dass auch Jugendliche mit Lernschwierigkeiten viel Potenzial haben, Mehrwert bringen können für diese Gesellschaft. Und all diese Fragen wollen wir voranbringen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich endlich uns konsequent anschließen und den Mist im Bundesrat sein lassen. Vielen Dank. Ja, Corinna Rüffer, für die Grünen war das, die hier diesen Gesetzentwurf, der ja heute verabschiedet werden soll, hier im Bundestag dann nochmal in einigen Details auch erklären konnte und auch sich ja mit Hubert Hüppe von der CDU-CSU-Fraktion hier auseinandergesetzt hat. Unternehmen, Entschuldigung, eine kleine Unterbrechung, wir hören das Ergebnis der Wahlgänge und die Bundestagsvizepräsidentin. Ergebnisse bekannt. Zur Wahl eines Stellvertreters der Präsidentin des Deutschen Bundestages haben 679 Abgeordnete ihre Stimme abgegeben. 78 stimmten mit Ja. Mit Nein haben 586 Abgeordnete gestimmt. 15 haben sich enthalten. Der Abgeordnete Tobias Matthias Peterke hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen nicht erreicht. Er ist nicht zum Stellvertreter der Präsidentin gewählt. Wir kommen zur Wahl eines Mitgliedes des Parlamentarischen Kontrollgremiums gemäß Artikel 45d des Grundgesetzes. Der Bundestag hat 736 Mitglieder. Davon haben sich 679 an der Abstimmung beteiligt. 76 Abgeordnete haben mit Ja gestimmt. 588 Abgeordnete haben mit Nein gestimmt. 15 haben sich enthalten. Der Abgeordnete Bernd Schattner hat die nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes erforderliche Mehrheit von 369 Stimmen nicht erreicht. Er ist damit nicht als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums gewählt. Ja, damit haben beide AfD-Abgeordnete, die hier als Kandidaten angetreten sind, für die entsprechenden Posten die erforderliche Mehrheit nicht bekommen. Die AfD also nach wie vor nicht im Parlamentarischen Kontrollgremium vertreten und auch nicht bei den Bundestagsvizepräsidenten vertreten. Jetzt geht es weiter hier in der Aussprache zu dem Gesetzentwurf zu einem inklusiven Arbeitsmarkt mit Jürgen Pohl für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, werte Arbeitnehmer im Land. Die Ampelkoalition hat etwas Seltenes vollbracht. Sie hat das bestehende Problem tatsächlich korrekt erkannt. Hört, hört. In Deutschland leben 13 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung, darunter 8 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung.
Und nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren 2021 lediglich 57% der Menschen mit Behinderung zwischen 15 und 64 berufstätig oder suchten nach einer Tätigkeit. Hier ist einiges Gutes zu tun. Aber ich sage Ihnen auch, der Gesetzentwurf ist trotz richtiger Ansätze nicht zur Gänze zu gebrauchen. Und dies sah wohl auch die Regierung so. Und sie versucht, diesen schwachen Gesetzentwurf mit einem eigenen Änderungsantrag zu verschlimmbessern. So ist es. Der Gesetzentwurf verharrt im alten Modell der nicht funktionierenden Bestrafung von Arbeitgebern bei Nichteinstellung von Menschen mit Behinderung, in dem ein höherer Ausgleichsbeitrag eingeführt werden soll. Es fehlen schlichtweg Anreize für die Arbeitgeber zur vermehrten Einstellung von Menschen mit Behinderung. Und auch wird für die Arbeitgeber bei der Einstellung die mitentscheidende konjunkturelle Lage überhaupt nicht berücksichtigt. Und da setzen wir als Alternative für Deutschland an, immer da, wo der Schuh drückt. Wir fordern eine neue Konzeption der Ausgleichsabgabe in Form eines Bonus-Malus-Systems und ein betriebliches Eingliederungsmanagement. Fasst man unsere Ansätze zusammen, stelle ich fest, dass unser Antrag die Schwachpunkte des Ampelentwurfs gerade behebt und überwindet. Unsere Bonus-Malus-Regelung ist erstens unbürokratisch ausgestaltet. Durch diese Bonuszahlung wird für den Arbeitgeber die Einstellungsfragen von Menschen mit Behinderung bedenkenswerter. Das Freikaufen wird endlich unrentabel. Und zweitens, die Regelungen entlasten Arbeitgeber bei den Einstellungsüberlegungen vom Druck der konjunkturellen Lage. Eine Kosten-Nutzen-Analyse fällt durch die Bonuszahlung nicht mehr zulasten der Menschen mit Behinderung aus. Und die AfD stärkt damit die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Inklusion. Inklusion. Damit will sich ja die Linkspartei kümmern. Aber ich muss Sie enttäuschen, meine Damen und Herren von den Linken, Ihr Antrag ist ungenügend. Das mag daran liegen, dass sich Ihre Partei in Selbstauflösung befindet. Aber ich sage Ihnen auch, interner Hader ist keine Entschuldigung für eine karge Arbeitsleistung. Ich sage Ihnen in der gebotenen Kürze, wo bei Ihrem Antrag das Problem liegt. Ihr Weltbild beinhaltet ideologisierte Naivität. Doch es wird so getan, als ob jeder Mensch mit Behinderung ohne Feststellung seiner Qualifikation, seiner Leistungsfähigkeit, seiner Belastungsfähigkeit einen Arbeitsplatz auf dem freien Arbeitsmarkt erlangen könnte. Machen wir uns doch nichts vor. Das gelingt ja nicht mal Menschen ohne Behinderung, diesen Arbeitsplatz zu erlangen. Für Menschen mit Behinderung ist es vielmehr wichtig, einen passgenauen Arbeitsplatz zu finden und der seiner Behinderung entsprechend ausgestattet wird. Dies erfordert bessere Anreize für Arbeitgeber und die breit aufgestellten Beratungen für alle Beschäftigten. Es gibt somit nur mit dem AfD-Antrag in angemessenem Umfang. Wir enthalten uns daher beim Gesetzentwurf der Regierung sowie beim Antrag der Linken und der CDU. Ich sage Ihnen eins, offensichtlich gilt einmal mehr das gute alte AfD-Sprichwort, sozial sein, ohne rot zu werden. Dankeschön. Die AfD-Fraktion hat einen Antrag hier, der ebenfalls abgestimmt wird heute und hat darin unter anderem gefordert, dass Unternehmen, die die gesetzlichen Vorgaben erfüllen und alle sogenannten Pflichtarbeitsplätze für Menschen mit Behinderung besetzen, sollen dafür eine jährliche Bonuszahlung enthalten. Bundesminister Heil, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich jetzt nur eine Minute weniger habe als die Kollegin Corinna Rüffer, wie das da vorhin stand, dank des Intervenierens des geehrten Kollegen Hubert Hüppe, dann weiß ich gar nicht, ob ich das vollkriege. Entscheidend ist, was war der Ansatz, lieber Hubert Hüppe, dieser Intervention, darauf hinzuweisen, dass bei diesem Gesetzentwurf sich die drei Partner der Fortschrittskoalition dem Kern dieses guten Gesetzes aus unterschiedlichen Perspektiven genähert haben. Das ist dir gelungen, das wusste aber vorher auch jeder. Und das Entscheidende daran ist, und das ist übrigens tatsächlich das Wesentliche, weswegen ich auch dabei bleibe, dass das hier ein großer Wurf ist. Wir haben uns auf die wesentlichen, die funktionierenden Dinge verständigt. Die stehen drin. Sie sind schon genannt worden. Wir
entfrachten beispielsweise die Begrenzung des Budgets für Arbeit von einer Begrenzung, die ungerechtfertigterweise davon ausgeht, dass Menschen, die im Budget für Arbeit sind, nur einen relativ geringen Lohn bekommen, sondern machen den Zuschuss unbefragt. Wir bringen mehr Mittel in die Ausgleichsabgabe. Diese Ausgleichsabgabe machen wir außerdem auch noch gängiger, weil die Maßnahmen erstens nur noch für den ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt werden und weil zweitens die entsprechenden Anträge an das Integrationsamt jetzt, falls es wegen bürokratischer Fragen nicht hinreichend schnell bearbeitet wird, nach 6 Wochen als genehmigt gelten. Auch das führt zur Gängigkeit. Und das ist der entscheidende Unterschied dieses Gesetzes zu früheren. Und da hast du, lieber Hubert Hüppe, leider genau gezeigt, dass du noch in der alten Welt bist. Wir gehen weg von ideologischen Diskussionen. Wir gehen weg von Instrumenten, die nicht funktionieren und die im Übrigen mittlerweile auch rechtlich extrem angreifbar sein sollten. Denn auch das wird von niemandem bestritten, übrigens auch nicht von den von dir in Bezug genommenen Sachverständigen. Franz Josef Duvel ist ein uns allen bekannter und hochgeschätzter Sachverständiger, aber auch er kann nicht bestreiten, dass wir bei nahezu 300.000 Pflichtarbeitsplätzen, die zu besetzen sind, und nur 180.000, 190.000 Menschen mit Schwerbehinderung, die dafür in Frage kommen, diese Ordnungswidrigkeit nicht abwendbar ist für Arbeitgeber. Und deswegen ist sie rechtlich auch so schwer umzusetzen, wie sich das in der Vergangenheit gezeigt hat. Wir machen das Gegenteil. Und deswegen hat Kollegin Rüffer völlig recht. Wir werden sehen, dass dieser Gesetzentwurf echte Erfolge in der Integration von Menschen mit Teilhabebedarf im Arbeitsmarkt bringt und dass wir das gemeinsam geschafft haben, trotz aller unterschiedlichen Perspektiven. Darauf bin ich sehr stolz und ich freue mich darauf, dass wir das so tun werden. Da will ich noch mal zu dieser Bußgeldvorschrift kommen. Das ist wie so oft ein Reflex. Man soll sich doch nicht freikaufen dürfen oder andere Dinge mehr. Ich habe gerade darauf hingewiesen, es hat in der Vergangenheit nie funktioniert. Es ist bei dem jetzt Auseinanderlaufen der Zahlen zwischen Menschen mit Schwerbehinderung, die einen Arbeitsplatz suchen, sogar den Zahlen der Unterbeschäftigung und den Pflichtarbeitsplätzen überhaupt nicht mehr erkennbar, wie man dieser Vorschrift nachkommen könnte, wenn man denn nur wollte, als Arbeitgeber. Und deswegen schaffen wir sie ab. Dafür bringen wir deutlich mehr Geld in die direkte Unterstützung des Matchings. Und alles, was an Kritik kommt, ist hier eigentlich erstens ein bisschen vorhersehbar und zweitens nicht überzeugend. Die Linke wird gleich sagen, Ausgleichsabgabestufen müssen wir noch mal fast verdoppeln überall. Tatsächlich ist es aber so, dass wir in der Vergangenheit bis auf ein einziges, glaube ich, Integrationsamt überall Geld genug hatten. Wir haben es nur nicht auf die Straße gekriegt. Mit den entbürokratisierenden Maßnahmen, die wir in unserem Gesetz haben, sorgen wir dafür, dass das künftig nicht mehr passiert, sondern dass wir es schaffen, selbst dann, wenn die Bearbeitung nicht rechtzeitig da ist, die Anträge als genehmigt anzusehen und damit das Matching zusammenzubringen. Das ist ganz wesentlich. Und ich will noch auf einen Punkt hinweisen, den wir auch noch machen in diesem Gesetz, ist noch gar nicht genannt worden. Die FairSMET-VU muss dringend angepasst werden, denn die Frage, wie ist ein Grad der Behinderung, ein Grad der Schädigung eigentlich einzuschätzen, muss sich sowohl an neuen medizinischen, aber als auch an gesellschaftlichen Fragen ausrichten. Das ist in der Vergangenheit immer nicht gelungen. Wir sind da als Bundestag nur sehr begrenzt in der Pflicht. Die Pflicht, die wir an der Stelle haben, nämlich die neue mit Beteiligung auch der Menschen mit Behinderungen im Sachverständigenbeirat, Aufstellung des Beirates, machen wir. Und ich hoffe sehr, dass die Länder ihrer Verantwortung gerecht werden und auch an dieser Stelle endlich ein entscheidendes Stück voranbringen. Abschließend darf ich sagen, natürlich wissen wir, dass das eine oder andere noch offen ist. Auch das ist keine neue Erkenntnis. Man kann bei einem Koalitionsvertrag der Inklusionspolitik so stark wie noch nie zuvor ein Koalitionsvertrag betont, alles in einem Gesetz machen. Das werden wir tun. Und abschließend, lieber Hubert Hüppe, du hast recht mit den Sachverständigen. Was lernt uns das, wie man bei mir im Emsland fragen würde? Auch nach einer Sachverständigenanhörung ist man nicht zwingend schlauer als vorher. Im Übrigen, vielleicht lernen wir ja auch voneinander. In einem Jahr ziehen wir gemeinsam Bilanz und dann bin ich sicher, sind wir alle gut zufrieden. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sagt Jens Beek für die FDP-Fraktion. Er ist der teilhabepolitische Sprecher und die Linksfraktion bzw. deren Vorschläge hat er auch schon angesprochen. Es spricht jetzt Sören Pellmann für die Linke. Die Linke hat einen Entschließungsantrag vorgelegt und fordert beispielsweise die Erhöhung der Abgabe in den verschiedenen Stufen. Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende, heute zur Beschlussfassung vorliegende Gesetzentwurf zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung ist löblich und wir werden als Fraktion dem auch zustimmen. Denn endlich werden auch mit diesem Gesetzentwurf langjährige Forderungen meiner Fraktion in die Tat und in Gesetzgebung umgesetzt.
Wir begrüßen ausdrücklich die Einführung der vierten Stufe der Ausgleichsabgabe für Nullbeschäftiger, da seit Jahren knapp ein Viertel, auch die Zahl ist heute schon benannt worden, von Arbeitgebern überhaupt keinen Menschen mit einer Schwerbehinderung einstellt. Die Maßnahme, dass die Mittel der Ausgleichsabgabe nun nur noch für Förderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt genutzt werden dürfen, unterstützen wir ausdrücklich. Ebenso, auch das haben die Kolleginnen schon angesprochen, dass der Deckel auf dem Budget für Arbeit weg ist, begrüßen wir außerordentlich. Wir freuen uns, dass in diesem Kontext die Blockadehaltung der letzten Jahre beendet worden ist. Leider wurden die Chancen nicht genutzt, einen ganz großen Schritt. Und ich habe ja gehört, da kommt noch was, bei der Teilhabe am Arbeitsleben weiterzugehen. Viele Fragen bleiben weiterhin ungeklärt. Wir vermissen Maßnahmen zur deutlich verbesserten und barrierefreien Vermittlung und Beratung von arbeitslosen Menschen mit Behinderung, insbesondere von den Langzeitarbeitslosen. Und, lieber Jens Beek, die Abschaffung der Bußgeldregelung ist für uns unverständlich. Denn was werden denn die 40.000 Unternehmerinnen und Unternehmer tun, die derzeit keinen Menschen mit Schwerbehinderung einstellen, obwohl sie es müssten? Es gibt jetzt die vierte Stufe, die Ausgleichsabgabe wird höher. Aber sie werden diese Ausgleichsabgabe bezahlen und das Ganze dann noch von der Steuer als Betriebsausgabe absetzen. Die steuerliche Absetzbarkeit der Ausgleichsabgabe als eben solche Betriebsausgabe sendet ein völlig falsches Signal und sorgt nur dafür, dass sie ihre grundsätzliche Wirkung verliert. Diese Absetzbarkeit ist sofort zu beenden. Und ja, wie auch Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern fordert die Linke, die vierte Stufe auf 1.300 zu erhöhen und die Stufen 1, 2 und 3 auf 250, 500 und 750 Euro zu erhöhen. Da geht es nicht darum, dass mehr Geld im Topf ist, sondern dass der Druck auch deutlich erhöht wird. Dem Gesetzentwurf, auch das haben wir in den Anhörungen herausgehört, fehlt ein eindeutiger Rechtsanspruch auf das betriebliche Eingliederungsmanagement, ein umfassendes zwingendes Mitbestimmungsrecht für betriebliche Interessenvertretung sowie auch die Sanktionen für Arbeitgeber bei Unterlassen. Wir brauchen deutlich mehr und die Sicherung der vorhandenen Inklusionsbetriebe. Die aktuelle Meldung der Bundesarbeitsagentur von dieser Woche, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss, in Richtung umfassender Inklusion im Arbeitsleben für Menschen liegt uns vor. Und sie sagt klar, sie unterstreicht es, wir müssen weiter etwas tun. Wir gehen heute hier einen Schritt in die richtige Richtung, obgleich wir noch einen weiten Weg gemeinsam zu bewältigen haben. Vielen Dank. Sagt Sören Pellmann für Die Linke, der Sprecher für Inklusion und Teilhabe. Die Linke, wie gesagt, legt einen Antrag vor, sagt, der Gesetzentwurf enthält einige gute Regelungen, geht ihr aber nicht weit genug. Das hat ja Sören Pellmann auch nochmal formuliert und schlägt auch in einem Entschließungsantrag entsprechend dann nochmal höhere Ausgleichsabgaben vor. Jetzt Takis Mehmet Ali, der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung der SPD-Fraktion. Menschen mit Behinderung wie von Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention gefordert, gerecht zu werden. Von den 7,8 Millionen Menschen in Deutschland mit einer Schwerbehinderung sind ca. 3,1 Millionen im erwerbsfähigen Alter. Und nicht nur das Grundgesetz und die UN-BRK gebieten es, dass wir Benachteiligungen für diese Menschen auch beim Arbeitsmarktzugang abbauen müssten, sondern schlichtweg ist es auch die wirtschaftliche Vernunft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir dürfen das Potenzial behinderter ArbeitnehmerInnen nicht ungenutzt lassen. Im Gegensatz, wir müssen sie stärken und in die Lage versetzen, ihre Fähigkeiten gewinnbringend für sich und die Gesellschaft einzubringen. Wenn man das mal ein bisschen so auf der Zunge zergehen lässt, 45.000 beschäftigungspflichtige Unternehmen in Deutschland, die keinen einzigen Menschen mit Behinderung beschäftigen. Das ist ein bisschen zu viel, deshalb tun wir jetzt auch dafür. Und der Druck auf die ArbeitgeberInnen muss deutlich vergrößert werden. Stand heute ist die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderung noch immer deutlich geringer als die der Gesamtbevölkerung. Dies führt im Übrigen auch dazu, dass Betroffene häufiger von Armut betroffen sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb ist es erst recht richtig, dass wir die vierte Stufe der Ausgleichsabgabe einführen, ganz wichtig, Stufe, nicht Staffel, von 720 Euro pro nicht besetzen Pflichtarbeitsplatz. Damit machen wir es spürbar teurer und sorgen dafür, dass auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihrer Verpflichtung nachkommen. Im Übrigen ist das aber auch so. Man muss auch ganz klar sagen, dass das ein sehr ausgewogenes Gesetz ist. Warum sage ich das? Wir nehmen nicht nur die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in die Pflicht,
sondern wir unterstützen sie eigentlich mit ganz, ganz vielen Maßnahmen. Gerade wurde schon von der Kollegin Rüffer, von Herrn Beek, aber auch von der parlamentarischen Staatssekretärin all die Maßnahmen genannt, die wir auch dafür tun, damit Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber es viel einfacher haben, Menschen mit Behinderung auch einzustellen. Wir haben vom Jobcoaching gesprochen. Was bedeutet das letztendlich? Das heißt, wir unterstützen Menschen mit Behinderung nicht nur auf der Arbeitssuche, sondern wir unterstützen sie während der Arbeit, auf der Arbeit und auch als Beratungsorgan in den Unternehmen letztendlich. Und das wird bezahlt von diesem Ausgleichsfonds. Das heißt, wir tun auch was dafür. Es ist nicht nur eine Bestrafung mit diesem Gesetz gegenüber den Unternehmerinnen und Unternehmern, sondern wir unterstützen sie zusätzlich damit. Und was wir auch noch gemacht haben, ist, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollen nicht lange auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung warten. Der Antrag unterliegt einer Genehmigungsfiktion und das bedeutet, wenn der Antrag nicht schnellstmöglich bearbeitet ist, binnen von 6 Wochen, dann bedeutet das, dass der Antrag in dem Umfang nach Art und Inhalt genehmigt ist. Und das ist volle Unterstützung in beide Seiten für den Beschäftigten sowie für den Arbeitgeber. Und das ist toll. Und das unterstützen wir zusätzlich sogar noch, indem wir den Lohnkostenzuschuss auf 75% erhöhen. Das ist mehr wie toll. Und man muss auch hier letztendlich auch sagen, wie viel Unterstützung braucht es denn noch, dass man eigentlich Anreize schafft, weitere, damit Menschen mit Behinderung eingestellt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wer jetzt nicht hingeht und sagt, naja, ich stelle weiterhin nicht ein, weil angeblich es an Qualifikation mangelt und so weiter, da muss ich ganz ehrlich auch sagen, nein, die Gründe liegen viel tiefliegender und dementsprechend ist es auch richtig, dass man dann die 4. Stufe der Ausgleichsabgabe auch zu bezahlen hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was dementsprechend auch viel wichtiger ist, ist zu sagen, naja, liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die auch Aufträge an die Unternehmen geben, das heißt auch an die Werkstätten für Menschen mit Behinderung vergeben, überlegt euch doch mal vielleicht auch, Menschen aus den Werkstätten zu übernehmen, einzustellen. Mit diesem Gesetz werden wir auch verabschieden, dass nämlich eine Mehrfachanrechnung für Menschen mit Behinderung geschieht. Beispielsweise, wenn jemand direkt aus der Werkstatt für Menschen mit Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt geht, dass er nicht nur einfach berechnet wird, sondern eine Mehrfachanrechnung bekommt. Dadurch, dass ich ja natürlich noch so viel zu erklären und so viel zu erzählen hätte zu diesem Gesetz, möchte ich aber mich unbedingt auch noch mal bei der Fraktion Die Linke bedanken, dass sie unserem Gesetz zustimmen. Das zeigt ja eine deutliche progressive Mehrheit in diesem Parlament für dieses Gesetz. Dankeschön. Sagt Takis Mehmet Ali für die SPD-Fraktion. Es ist in Aussicht gestellt, dass an diesem Thema auch weiter gearbeitet wird. Also werden wir das ja auch vertiefen. Also sprich, es gibt noch Redemöglichkeiten, aber Redemöglichkeiten gibt es vor allem jetzt noch mal, bevor auch abgestimmt wird über den Gesetzentwurf. Denn jetzt hören wir erst noch mal Stefan Nacke für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Schönste am Berliner Frühling ist das morgendliche Vogelgezwitscher in den Innenhöfen. Leider stören die Ampelmännchen und Ampelweibchen im Regierungsviertel mit ihren schrägen Tönen die Großstadtidylle. Mein Eindruck ist, dem Fortschrittslied der Koalition geht vorzeitig die Puste aus. Seit Wochen erreichen den Bundestag kaum mehr Gesetzesinitiativen der Regierung. Weil die Ampel sich bei wichtigen Vorhaben offensichtlich nicht einigen kann, widmet sie sich stattdessen dem stillen Umbau unserer Gesellschaft, etwa bei der Cannabis-Legalisierung oder dem Personenstandsrecht. Da ist der Gesetzentwurf zum inklusiven Arbeitsmarkt noch ein Hoffnungsschimmer. Leider ist dem Arbeitsminister aber nur eine kleine Einigung gelungen. So hoffte er bei der Einbringung des Gesetzentwurfs ins Plenum auf gute Beratung im Bundestag, die das Gesetz besser machen sollten. Zu Recht. Die Frankfurter Rundschau titelte »Ausgebremste Inklusion«. Die Ampelkoalition wolle den Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen erleichtern, doch der eingebrachte Gesetzentwurf lasse Lücken offen. Die FR beruft sich auf eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums, dass es zu einem späteren Zeitpunkt in der Legislaturperiode noch Änderungen in Sachen Werkstattentlohnung geben sollte. Sie legen also ein Gesetz vor, bei dem Sie direkt spätere Nachbesserungen einkalkulieren. Ganz nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Um es mit Konrad Adenauer zu halten, wer den Mund spitzt, muss auch pfeifen.
Wenn die Ampel will, dass das wichtige gemeinsame Anliegen eines inklusiven Arbeitsmarktes mit einem Signal der Einheit dieses Hohe Haus verlässt, dann muss sie mit ihrer Regierungsmehrheit auf die Opposition zugehen. Doch niemand ist auf uns zugegangen. Wenn wir heute mit einem eigenen Entschließungsantrag den Regierungsentwurf ablehnen, fordern wir mehr Behindertenfreundlichkeit auf dem Arbeitsmarkt, als die Ampel es regeln will oder kann. Um überhaupt einen Entwurf vorlegen zu können, opfern Sie das einzige Sanktionsinstrument des Staates. Sie verzichten der FDP zuliebe auf die Bußgeldvorschrift, um sich auf die vierte Stufe der Ausgleichsabgabe einigen zu können. Wie gesagt, der ehemalige Bundesarbeitsrichter Duvel, der ist schon genannt worden, nannte das in der Ausschussanhörung einen Skandal. Der Allgemeine Behindertenverband, der VdK, Professor Felix Welti, alle wollen natürlich an diesem richtigen Ordnungsinstrument festhalten. Sie vertun daneben die Chance, den Inklusionsgedanken mit dem Thema Gleichberechtigung zu verknüpfen, denn sie versäumen es, eine Arbeitslosenversicherungspflicht für Beschäftigungsverhältnisse aus dem Budget für Arbeit zu regeln. Es bleibt bei einem Zweiklassensystem, das nicht inklusiv ist. Leistungen wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, das gerade in Krisenzeiten Sicherheiten gibt, erhalten diese Menschen nicht. Ich rate dem Arbeitsminister, der gerade nicht mehr da ist, bevor er mit der vierten Stufe der Ausgleichsabgabe etwas Neues macht, überprüfen Sie doch erst einmal die Wirkung der einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber. Das haben wir doch in der letzten Legislaturperiode gemeinsam eingeführt. Und in der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt ist das doch ein effizientes Instrument. Meine Damen und Herren, der heutige Tag für den inklusiven Arbeitsmarkt ist zwar nicht ganz rabenschwarz, eher taubengrau. Es ist aber ganz bestimmt kein Frühlingserwachen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Stefan Nacke war das für die CDU-CSU-Fraktion, die ja diesen Entschließungsantrag noch mal vorgelegt hat. Er hat es angekündigt und lehnt darin die Einführung einer vierten Stufe dieser Ausgleichsabgabe für Unternehmen, die eben keine Menschen mit Behinderung beschäftigen, ab, weil die CDU-CSU unter anderem sagt, es gäbe ein Vermittlungsproblem. Nachdem Frau Staatssekretärin Griese heute die Arbeit sozusagen seitens des Ministeriums macht, will ich den Minister doch zumindest mit Erlaubnis der Präsidentin zitieren. Hubertus Heil hat nämlich zum 10. Jahrestag der UN-Behindertenrechtskonvention gesagt, die war ein Meilenstein für die Rechte der Menschen mit Behinderungen, aber noch lange kein Schlussstein. Und genau so ist es. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir die Rechtslage heute weiterentwickeln. Und es geht nicht um schöne Worte, sondern um die konkrete Umsetzung. Die SPD setzt sich seit jeher für ein Recht auf Arbeit ein. Und wir wissen auch, welchen großen Stellenwert für die Teilhabe, für finanzielle Unabhängigkeit, natürlich auch ein Stück weit für gesellschaftliche Anerkennung, für Selbstbestimmung und ganz einfach auch für Würde Arbeit und Beteiligung im Arbeitsmarkt hat. Und dementsprechend ist es alleine sinnvoll, die Berufstätigkeit von Menschen mit Behinderungen zu unterstützen. Aber es hat auch eine ganz, ich möchte fast sagen, plumpe ökonomische Dimension. Wir diskutieren jeden Tag, was in Deutschland, welche Maßnahmen in Deutschland getroffen werden müssen. Und wir wissen alle und wir hören es täglich, dass es einen gravierenden Fach- und Arbeitskräftemangel gibt. Hierzu hat die Ampel eine ganze Reihe von Maßnahmen entwickelt. Wir diskutieren über das Einwanderungsrecht, wie Sie wissen. Wir möchten die Erwerbsquote von Frauen steigern und setzen noch mal ein größeres Augenmerk auf Weiterqualifizierung als bisher. Aber darüber hinaus gibt es ein riesiges, ungenutztes Fachkräftepotenzial, was mit unserem heutigen Gesetz noch mal aktiviert werden kann. 55%, vielen Dank, 55% der etwa 165.000 arbeitssuchenden Schwerbehinderten haben einen Berufs- oder Hochschulabschluss. Wenn man mit Arbeitgebern spricht, ist die Erkenntnis nicht in jedem Fall präsent. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass etwa 45.000 Pflichtarbeitsplätze nicht besetzt sind. Da zeigt sich doch schon, dass offensichtlich was nicht stimmt und wir es uns einfach nicht länger erlauben können und schon viel zu lange schleifen lassen, dass wir nicht alle Menschen, auf deren Kompetenzen wir angewiesen sind, in den Arbeitsmarkt integrieren. Ich kenne auch aus meiner eigenen Berufstätigkeit als Personalverantwortlicher, dass ein inklusives Arbeitsumfeld besonders viele Vorteile bringt. Und ich habe auch im beruflichen Alltag wenig flexiblere und engagiertere Menschen erlebt als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Schwerbehinderung. Allerdings haben wir immer noch ganz gravierende Barrieren in den Köpfen.
und die gilt es zu überwinden. Ich begrüße die Ausgleichsabgabe vierten Stufe sehr. Ich freue mich auch, dass es bei den gestuften Regelungen für kleinere Unternehmen bleibt und glaube, dass die Genehmigungsfiktion für Anspruchsleistungen ein großer Schritt in Richtung Bürokratieabbau ist. Ebenso die Aufhebung der Deckelung der Lohnkostenzuschüsse. Das Gesetz heute ist eine gesellschafts- und wirtschaftspolitische Win-Win-Situation, der ich mit großer Freude zustimmen werde. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes. Uns liegt hier eine Erklärung zur Abstimmung nach § 31 vor. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/6442 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19/6464 in der Ausschussfassung anzunehmen. Die CDU-CSU-Fraktion hat beantragt, über den Gesetzentwurf in der Ausschussfassung getrennt abzustimmen, und zwar zum einen über Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe A sowie Doppelbuchstabe B, Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe B, Paragraph 61 Absatz 3 9 des Sozialgesetzbuchs und Artikel 2 Nummer 7. Diese Änderungen betreffen die Höhe der Ausgleichsabgabe, die Finanzierung der Administrationskosten aus den Ausgleichsfonds sowie die Aufhebung einer Bußgeldvorschrift. Zum anderen soll über den Gesetzentwurf im Übrigen abgestimmt werden. Insofern rufe ich zunächst auf die Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe A sowie Doppelbuchstabe D, Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe B, Paragraph 161 Absatz 3 9. Buch Sozialgesetzbuch und Artikel 2 Nummer 7 des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung. Ich bitte diejenigen, die den eben genannten Artikeln des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen, die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Seid ihr euch nicht ein? Nochmal? Ihr wollt da zustimmen? Okay, gut. Dann sind die genannten Artikel angenommen. Bei Zustimmung der Koalitionsfraktionen und der Fraktion Die Linke, dagegen hat die CDU-CSU-Fraktion gestimmt und die AfD-Fraktion hat sich enthalten. Ich rufe nun auf die übrigen Teile des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung und frage, wer möchte denen in der Ausschussfassung zustimmen. Das sind die Koalitionsfraktion, die CDU-CSU-Fraktion und die Fraktion Die Linke. Wer will dagegen stimmen? Wer will sich enthalten? Das ist die AfD-Fraktion. Damit sind die übrigen Teile angenommen. Mit dem Stimmverhältnis Koalitionsfraktion, CDU, CSU und Linke waren dafür. Es gab keine Gegenstimmen. Die AfD hat sich enthalten. Die übrigen Teile sind also somit angenommen. In zweiter Beratung. Jetzt kommen wir zur dritten Beratung und Schlussabstimmung. Jetzt bitte ich diejenigen, die dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19/6464 zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind die Koalitionsfraktion und die Fraktion Die Linke. Wer ist dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Herzlichen Dank. Mit dem Stimmverhältnis, wie ich es gerade genannt habe, ist der Gesetzentwurf somit angenommen. Ja, bei der dritten Beratung, da geht das dann nicht mehr, dass der Gesetzentwurf geteilt wird, wie das in der zweiten Beratung der Fall war. Die Unionsfraktion wollte damit deutlich machen, dass sie einem Teil dieses Gesetzentwurfs zum inklusiven Arbeitsmarkt durchaus zustimmen kann. Das hat sie in der Beratung ja auch deutlich gemacht, aber anderen Teilen eben nicht zustimmen kann. Das ist ein parlamentarisches Mittel. Und die Unionsfraktion hat ja in einem Entschließungsantrag eben auch noch mal formuliert, dass sie beispielsweise aus ihrer Sicht bei der Bußgeldregelung, die ja häufig angesprochen worden ist in der Debatte, bleiben würde. Und die Einführung dieser vierten Stufe, die dieses Gesetzentwurfs bringen soll, der Ausgleichsabgabe für Unternehmen, die eben keine Menschen mit Behinderung beschäftigen, das lehnt sie ab, weil die Union sagt, es gibt eher ein Vermittlungsproblem als die fehlende Bereitschaft der Unternehmen, wenn man auf die Zahlen derer schaut, die in dieses Beschäftigungsfeld, also an schwerbehinderten Menschen, hineinfallen, wie viele offene Stellen es gibt, wie viele Bewerber es gibt.
Also das wurde damit deutlich gemacht. Damit ist aber hier insgesamt der Gesetzentwurf natürlich mit den Stimmen der Ampelkoalition und mit der Linken angenommen worden. Also Unternehmen mit mehr als 60 Arbeitnehmerinnen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die trotz der gesetzlichen Vorgaben keinen behinderten Menschen beschäftigen, sollen von 2024 an eine Abgabe von 720 Euro je unbesetztem Arbeitsplatz zahlen. Kleine Unternehmen zahlen weniger. Das ist also die sogenannte vierte Staffel. Also wie viel Prozent an Menschen mit Behinderung beschäftigt ein Unternehmen, je nachdem auch wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Unternehmen insgesamt hat. Diese vierte Staffel ist also eine Verschärfung und soll mehr Unternehmen nochmal dazu bringen, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Und wie wurde in der Debatte gesagt, es geht nicht um Fürsorge, sondern es geht eben um Rechte.